Einen wunderschönen guten Abend heute Abend zum Webinar Der eigene digitale Risikomanager von AlgoCamp. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich zum Webinar mit David Varney begrüßen. Ich bin gespannt, was der David uns heute erzählen wird. Bevor ich aber tatsächlich den Bildschirm an den David übergebe, würde ich einmal kurz zum Risikohinweis springen. Das ist ja immer ganz wichtig zum Start. So, das ganze Webinar dient wie immer nur zu Informations- und Schulungszwecken. Ja, am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, was Sie tun oder was Sie nicht tun. Ja, egal, ob der David gleich irgendwas vom Handel oder dergleichen erzählen wird, das Ganze ist natürlich keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Gut, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. David, wenn du ready bist, gebe ich dir den Bin Bildschirm. bereit. Perfekt. Das sieht gut aus. Ich So, sehe auf perfekt. jeden Fall Jetzt schon müssen mal wir im was. Bildschirm sehen, oder? Sehr gut. Super. Genau, Ja, unsere dann Website. vielen Dank für deine Einleitung. Die Standard bei mir als Startseite. Ja, dann danke dir nochmal für deine Einleitung und von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Ich habe heute wieder die Ehre, mit Ihnen die nächsten Minuten verbringen zu dürfen. Mein Name ist David Varney. Die meisten kennen mich wahrscheinlich vom AlgoCamp, schon lange, lange Partner von FXBet. Und wir haben uns ja so auf die Fahne geschrieben, den Börsenhandel komplett zu automatisieren. Oder wir sind großer Fan davon, die ganzen Aktivitäten an der Börse zu automatisieren, von A bis Z. Und heute wollen wir mal die Automatisierung von einer anderen Seite betrachten. Und zwar wollen wir uns heute mal schauen, wie wir als manueller Trader oder als halbautomatischer Trader oder komplett als Algo-Trader, wie wir uns die Hilfe vom Roboter reinholen. Also besonders interessant, denke ich mal, heute gerade für die Trader, die sagen, naja, ich kann es am Ende des Tages doch noch besser. Ich will mein Geld nicht an einen Roboter abgeben. Für die wollen wir uns heute ganz speziell mit dem Risikomanager beschäftigen, den wir entwickelt haben, um das Ganze so ein bisschen zu kombinieren. Das finde ich persönlich ganz interessant, dass wir auf der einen Seite den manuellen, den menschlichen Trader haben, der immer noch alles in der Hand hat, aber wir an der anderen Seite den Roboter haben, der uns, ich sag mal, unterstützt und im Notfall einspringt, falls wir dann doch nicht so schnell sind oder Probleme haben, unterwegs sind, was auch immer. Genau, Stichwort Risikomanager. Was beheben wir damit? Was ist der Risikomanager eigentlich? Wofür brauchen wir das? Ich glaube, wenn wir alle Trader hier im Webinar mal an unsere ersten Konten denken, beim einen ist es länger her als beim anderen, dann kennen wir die Situation ganz gut, wo wir still und heimlich zu Hause vor unserem PC sitzen, vor dem Bildschirm sitzen und das Konto einfach schrotten. Wir haben vielleicht ein kleines Konto aufgemacht mit 1.000 Euro, ein paar Trades aufgemacht. Ich zeichne mal kurz den typischen Verlauf. Den kennen wir wahrscheinlich alle. Haben wir unser Konto eröffnet. Ja, machen so 5 Euro Gewinn, 5 Gewinn, 5 Gewinn, 5 Gewinn und dann geht's los. Zack. Wir haben die Trades laufen lassen und mit einem Trade haben wir das halbe Konto geschrottet. Wir haben nur noch 500 Euro. Und dann geht es so langsam los, das Zocken. Wir wollen unser Geld wieder zurückholen. Und dann machen wir so einiges. Wir erhöhen unser Volumen. Wir fangen an zu zocken. Wir, weiß ich nicht, handeln Assets, die wir gar nicht kennen. Und dann ist das Ende eigentlich ganz klar. Mit ein bisschen Volatilität gehen wir runter zum Margin Call. Und das ist ein Problem, das, ich sag immer, das gehört eigentlich zum guten Ton im Trading. Wer kein Konto, wenn nicht mindestens ein Konto in meiner Laufbahn geschrottet hat, der hat noch nicht wirklich getradet. Also ich kenne persönlich keinen, der sagt, ist mir nie passiert, ich bin immer diszipliniert. Früher oder später, hoffentlich eher früher, kommt mal die Situation, wo wir in dieser Zockerlaune kommen. Und genau in diesem Problem setzen wir an. Das ist gar nicht zwingend ein Anfangsproblem. Selbst Trader, die 2, 3 Jahre schon dabei sind, kommen immer noch in die Situation, wo sie in kürzester Zeit ihr Konto schrotten, weil einfach kurz die Gier plötzlich wieder da ist, weil man schon 2 Tage vorm Chart sitzt und kein Geld verdient hat oder Geld verloren hat und man will alles wieder zurückholen. Ein großes, großes Problem. Wir kennen auch alle die Zahlen.
70%, 80%, 60% der Trader verlieren ihr Geld am Trading. Jeder Broker muss die Zahlen veröffentlichen innerhalb der EU. Und wenn wir uns mal so die Probleme angucken, woran das liegt, das sind in der Regel nicht die Trader, die brav ihre 0,5, ihre 1% pro Trade riskieren. Das sind halt die, die sagen, gut, 500 verloren, jetzt hole ich mir alles nochmal zurück und jetzt wird das ganze Konto geschrottet. Und genau da setzen wir heute an. Da wollen wir uns heute mit dem Risikomanager beschäftigen. Natürlich, wie eigentlich immer in jedem FX-Webinar, bekommt jeder Teilnehmer am Ende auch noch einen großen Vorteil, speziell jetzt über den Risikomanager. Also es lohnt sich ja sowieso immer alleine schon vom Support FX-Web-Kunde zu sein. Und wer heute ja noch mit dabei ist, der profitiert natürlich auch wieder von dem von der Kooperation zwischen IvoCamp und FXWeb. Also, schauen wir einfach mal ganz, ganz, ganz trocken in den MetaTrader rein. Wir kennen ihn alle. Wir haben hier den MetaTrader 4, den MT4, wahrscheinlich die Bibel von uns allen, das Hauptwerkzeug von allen Tradern. Bevor wir weiter ins Detail gehen, was ist jetzt eigentlich der Risikomanager? Wie sieht er eigentlich aus? Ist das ein Mensch? Sitzt da jemand? Nein. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir hier so zwei Sachen kombinieren. Das heißt, ich bin jetzt hier der manuelle Trader, der mein MetaTrader handelt. Und dann habe ich eine kleine Hilfe. Und zwar ist das halt der Risikomanager. Ist vom Prinzip her ein EA, also ein Expert Advisor in der MetaTrader-Sprache. Aber keine Sorge, das ist kein Roboter, der für uns handelt. Also gerade um auch nochmal die anzusprechen, die sagen, ich will nicht automatisiert handeln. Ich halte davon nichts. Völlig in Ordnung. Für diesen wahrscheinlich andere Webinare noch spannender, sondern wir holen uns hier einfach nur die Hilfe vom Roboter rein. Und dieser Roboter ist quasi der Engel, der auf unserer Schulter sitzt, wenn wir anfangen wollen zu zocken und den Zockerteufel von der anderen Schulter runterschubst. Wahrscheinlich haben Sie im Netz schon mal von Firmen gehört, wo Sie zum Beispiel Fremdkapital bekommen. Da öffnet man sich, glaube ich, meist ein Demokonto. Muss gewisse Regeln einhalten, muss glaube ich auf dem Demokonto dann irgendwie ein, zwei Wochen eine gewisse Rendite erzielen, gewisse Kennzahlen erreichen, um dann irgendwann mit fremdem Geld traden zu können. Gibt schwarze Schafe, gibt aber auch viele seriöse Anbieter am Markt. Was kann man sich davon abgucken? Soll jetzt gar nicht prinzipiell um solche Firmen gehen, sondern es will primär um ein Teil davon gehen, den wir uns kopieren können. Und zwar ist da auch dieses Risikomanagement vorhanden. Nur ganz kurz zwischendurch noch, weil ich die Frage jetzt auch sehe. Klar, Fragen können Sie mal sehr, sehr gerne einfach schreiben, sobald die Frage aufkommt. Ich gucke mal auf die Fragebox. Wenn die Frage geradezu reinpasst, dann nehme ich sie natürlich mit rein. Und ansonsten am Ende des Webinars gehen wir jede Frage noch durch, die offen ist, um direkt die erste Frage zu beantworten. Ja, das Ganze funktioniert auch mit dem MetaTrader 5. Mit dem MetaTrader 4. Und mit dem MetaTrader 5. So, also diese Fremdkapitalfirmen, die haben sehr, sehr strenge Regeln zum Beispiel. Das heißt, wenn wir uns dann irgendwann qualifiziert haben für ein Live-Konto, das heißt, wir bekommen ein Live-Konto mit fremdem Kapital, dann haben wir ganz, ganz strenge Regeln. Wir dürfen zum Beispiel nur am Tag 1% riskieren. Wir dürfen pro Woche 5% riskieren. Wir müssen im Monat 6% Rendite erzielen. Wir dürfen maximal 2 Positionen offen haben und so weiter. Brechen wir einmal eine Regel, dann ist das Live-Konto komplett sofort weg. Oder wenn wir in der Demo-Phase sind, wo wir uns qualifizieren, dann ist die Aussicht auf das Live-Konto komplett gestorben. Dann können wir nochmal von vorne beginnen und nochmal zeigen, ob wir uns daran halten. Und das fehlt uns im privaten Bereich, finde ich. Wenn wir also unser Kapital los traden und an der Börse bewegen, dann ist da draußen keiner, dem das irgendwie interessiert. Das wird einfach verbrannt und dann können wir es nochmal aufladen, dann geht's weiter. So, und diese fehlende Sache, die können wir hier mit dem Risikomanager ersetzen, ist im Grunde genommen für Platz dieser Risikomanager in unserem Alltag einnimmt, minimal. Es ist, als ob wir ein Add-on für unseren Browser installieren oder kurz ein kleines Fotobearbeitungsprogramm installieren. Minimal nimmt uns keine wirkliche Arbeit ab. Wir müssen es einmal konfigurieren. Also gehen wir direkt mal rein. Was macht der Risikomanager eigentlich konkret?
Der Risikomanager ist die ganze Zeit aktiv auf unserem Konto und wir können ihm sagen, was erlaubt ist. Also wir sehen ja hier einzelne Felder. Wir können ihm zum Beispiel sagen, was darf ich maximal am Tag verlieren? Ich könnte also jetzt hier sagen, gut, ich habe ein 10.000-Euro-Konto. Was will ich maximal am Tag verlieren? Ich sage einfach 200 Euro. So, was möchte ich in der Woche verlieren? Klar, sollten wir jetzt nicht aber nur hochrechnen, dann 1.000 Euro kommt ja irgendwie aufs Gleiche raus. Wenn wir einmal mehr als 200 verlieren, dann ist das auch gebrochen. Wir können auch da nochmal ein Limit ersetzen und sagen, gut, 2.000 am Tag, es gibt schlechte, 200 Euro am Tag, es gibt schlechte Tage, völlig in Ordnung. Aber ich möchte jetzt nicht hochrechnen und in der Woche 1.000 Euro verlieren vom Konto, was schon 10% wären, sondern ich sage auch noch, maximal möchte ich dann auch in der Woche 500 verlieren. Zu der Frage, welche Währung wird immer gezählt? Das ist immer die Kontowährung. Also die meisten von Ihnen haben ja wahrscheinlich ein Euro-Konto. Wenn ich dann 500 eintrage, sind es Euros. Wenn Sie ein Dollar-Konto haben, 500 Dollar, also immer Kontowährung. So, und das Gleiche kann ich auch noch erweitern natürlich für die Verluste pro Monat, dass ich mir da auch nochmal ein Limit setze. Da wäre es zum Beispiel jetzt bei 1.500 Euro und dann nochmal ein bisschen gröber gesehen, was will ich eigentlich im Jahr verdienen? Ja, ist so eine Sache, wo wir vielleicht, was uns ein bisschen zu groß scheint im ersten Moment, aber wir kommen gleich noch auf die anderen Funktionen, dann wird man das ein bisschen besser verstehen. Von daher setze ich einfach mal auf 5.000 Euro. Die Hälfte vom Konto will ich riskieren. So, was ist jetzt, wenn das Ganze passiert? Dann kann ich das Einzelne natürlich noch aktivieren. Ich kann zu ihm sagen, Risikomanager, schick mir eine Push-Benachricht Nachricht auf mein Smartphone. Sie kennen wahrscheinlich die MetaTrader-App, also sowohl 4 als auch 5. Die gibt es ja für Smartphone, für iOS, also von Apple oder auch für Android kostenlos. Und wenn wir die App auf dem Smartphone installiert haben, dann können wir das Ganze quasi mit unserem MetaTrader hier auf dem PC verbinden und uns Nachrichten schicken lassen. Und der Risikomanager, der schickt auch darüber Alarme zum Beispiel raus. Das heißt, ich kann immer noch die volle Kontrolle bei mir behalten und sage, wenn eine Regel gebrochen wurde, das heißt, ich habe heute 200 Euro verloren oder die Woche 500 und so weiter, dann möchte ich einfach nur eine Nachricht haben. Nicht mehr. Ich möchte einfach nur daran erinnert werden, Achtung, du zockst schon wieder. Ist das wirklich so gewollt? So, dann alternativ natürlich noch oder zusätzlich zu sagen, ich möchte am PC auch noch den Hinweis bekommen. Das heißt, ich will hier ständig genervt werden und da soll ständig eine Meldung kommen, dass ich gerade einfach zocke und meine Regeln breche. So. Bis zu dem Moment habe ich natürlich noch die volle Kontrolle. Das heißt, ich kann einfach weiter zocken, das ist gar kein Problem. Aber ich bekomme wenigstens schon mal den Hinweis und werde schon mal wach benachrichtigt, dass ich gerade Sachen mache, die ich eigentlich nie machen wollte. Denn ich habe sie ja einmalig eingestellt und mir gesagt, nein, ich möchte gar nicht so viel Geld verlieren. So, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ein bisschen härter eingreifen, unser Trading, aber manchmal auch ganz, ganz sinnvoll sind. Wir können das Ganze auch noch so weit einstellen, dass er zum Beispiel etwas radikaler unterwegs ist und sagt, wenn eine Regel gebrochen wird, dann soll er alle Orders schließen oder alle Orders löschen, besser gesagt. Das heißt, ich vermeide schon mal, dass weitere Orders, die aktiv sind, bald ausgeführt werden und dann dafür sorgen, dass ich nochmal Geld verliere. Oder, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, kann ich auch ganz radikal sagen, alles klar, wenn eine Regel gebrochen wird, dann sollen alle Positionen geschlossen werden, alle Orders gelöscht werden. So, also da gibt es keinen, naja gut, danke für die Nachricht, aber ich zocke jetzt trotzdem weiter, sondern es ist relativ radikal unterwegs und der sagt ganz klar, Achtung, lieber Trader, du hast zu mir gesagt, ich darf am Tag nur 200 Euro verlieren, du hast jetzt deine 200 Euro verloren, Schluss, vorbei. Ich schließe alles, ich lösche alles und es ist Ruhe für heute. So, natürlich nimmt uns dieser Risikomanager nicht die Kontrolle. Ich kann natürlich sagen, ja, schön, schön geschlossen, mir egal, ich entferne das Ding und mache es wieder weiter. Also Rechte entzieht es uns natürlich nicht. Ja, wir können im Endeffekt immer noch sagen, mir egal, ich zocke weiter. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen uns ja so ein bisschen kontrollieren oder manchmal einfach ja, die Info holen oder aufmerksam gemacht werden, dass wir gerade Mist bauen.
Und das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen kombinieren. Wenn wir zum Beispiel einen Trading-Kollegen, einen Trading-Freund haben, wo man sagt, hey, lass uns das doch mal beide zusammen starten. Du installierst einen Risikomanager, ich installiere meinen Risikomanager. Und dann lässt man einfach den anderen benachrichtigen, wenn man selbst anfängt zu zocken. Weil dann, das ist ja, so das Trading oder das Zocken, das geht immer so ein bisschen, hat so leichte Züge manchmal dann so von der Spielsucht. Und wenn dann, oder deswegen kommen auch so viele Verluste und deswegen wird so viel gezockt, weil wir einfach ganz ruhig zu Hause vor unserem Bildschirm zocken und es keiner mitbekommt und wir unser komplettes Vermögen zocken können und es einfach keiner mitbekommt. Das würde so ein bisschen unangenehmer für uns werden, wenn da jemand anders drauf aufmerksam wird und jetzt zum Beispiel unser Trading-Freund sieht, oh, mein Kollege hat hier seine Regeln gebrochen, den rufe ich jetzt mal an und frag mal, was er da für ein Mist baut. So, das ist auch eine Möglichkeit. Das machen das tatsächlich sehr, sehr viele. Da bin ich selbst gar nicht auf die Idee gekommen. Aber eigentlich eine sehr effektive Variante, um sich so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. So, und jetzt kommen wir zu einer weiteren Funktion, die ist jetzt hier in dieser, in der Version noch nicht enthalten, die ich hier installiert habe, dass wir den MetaTrader komplett schließen und alle EAs entfernen. Da kommen wir zum spannenden Punkt. Das Ganze gilt nicht nur für manuelle Trader, sondern auch, wenn wir zum Beispiel Handelssysteme, also Expert Advisor, laufen lassen. Es kann durchaus sein, dass wir einfach sagen, also ganz vertraue ich dem Handelssystem nicht. Oder ich habe zum Beispiel Signale abonniert, irgendwelche Copy-Signale oder ganz viele EAs und habe die irgendwie im Internet gefunden und weiß gar nicht, was so wirklich da passiert. Da hat man immer ganz schnell Bauchschmerzen dabei, weil man aber nicht weiß, was macht das Ding jetzt. Oder man sieht irgendwie unterwegs, dass der DAX gerade um 5% gefallen ist und fragt sich so, oh, steht mein Konto noch? Das können wir perfekt miteinander kombinieren. Also ich könnte hier in dem MetaTrader 1, 2, 3, 4 EAs laufen lassen. Ich könnte noch Signale kopieren, Indikatoren haben, die für mich automatisch handeln und die auch noch kontrollieren, dass ich also sage, ja gut, die Systeme sahen ganz schön aus, Backtest sah ganz schön aus, die Kennzahlen waren ganz schön, aber ich sage, ich traue dem Ganzen nicht. Ich stelle halt hier auch mein Risiko ein. Also ich habe wieder mein 10.000-Euro-Konto und sage beispielsweise, naja, also irgendwo muss ich jetzt mein Limit haben und ich stelle dann einfach mal das maximale, den maximalen Verlust vom pro Jahr auf, ja, sagen wir einfach mal, ich gebe den ganzen 1.000 Euro. Würde dann in der nächsten Version auch noch einstellen, dass der MetaTrader sich schließen soll. Das heißt, Schritt 1, lösche alle Orders. Schritt 2, schließe alle Positionen. Und danach beendet den MetaTrader. Für den Fall, dass wir halt Handelssysteme haben, die plötzlich ausrasten oder einfach Mist bauen, dass wir sagen, gut, ich habe jetzt hier meine Systeme, die habe ich irgendwo gefunden oder günstig angekauft, lasse jetzt laufen mit wenig Volumen, aber die sollen nicht mein 10.000-Euro-Konto schrotten, sondern ich gebe denen jetzt einfach 1.000 Euro. Das ist jetzt mein Investment. Das ist jetzt so, wenn das weg ist, dann ist das Projekt erstmal gescheitert oder dann gucke ich erstmal weiter, woran es liegt. Und das ist auch perfekt dafür. Egal welchen EA Sie haben, ob Sie einen selbstprogrammierten haben, gekauften, gefunden haben oder wo auch immer der herkommt. Gibt ja so viele, so extrem vieles da draußen. Und manchmal hat man einfach Angst. Habe ich persönlich auch, wenn wir selbst das Thema entwickeln und ich die erste Version auf meinen Live-Konten laufen lasse oder auf die Live-Konten der Firma. Dann hat man einfach mal ein bisschen Bauchschmerz am Anfang. So, weil man noch nicht weiß, na gut, das erste Mal auf dem Live-Konto. Das testen wir dann mal sehr, sehr intensiv, bevor wir die auch rausgeben. Und da ist das zum Beispiel auch perfekt, weil ich dann einfach weiß, in Ordnung, wenn das System jetzt ausrastet, dann habe ich hier meinen Risikomanager an der Hand und der greift im Notfall einfach rein. Ich zeichne das einfach nochmal ein bisschen da, damit das nochmal leichter versteht, was er macht. Also wir haben ja hier das Beispiel von vorhin gehabt, 1.000 Euro. Wir haben von mir aus unser kleinen Martin Geld EA oder was auch immer wieder gefunden haben. Ne? Ob das jetzt gut ist oder nicht, soll nicht heute Thema sein. Aber wir haben unser EA, der macht immer kleine Gewinne, kleine Gewinne, kleine Gewinne. Wir denken uns super, haben endlich den heiligen Gral gefunden und wir aktivieren auch den Risikomanager. Der sagt immer, Achtung, bei, sagen wir jetzt einfach 300 Euro ist Stopp.
So, und wir müssen da nicht raufgucken. Der IE handelt von mir aus morgens um 2, halb 3, legt los und dann geht es los, dass die offene Position, und das haben wir zum Beispiel bei Martin Gell immer ganz oft, ja, Verluste generiert. Und plötzlich sind wir bei minus 50, 100, 200, 300 und dann genau in dem Moment, wo wir dann eigentlich an einem Punkt wären, wo wir gesagt haben, naja, mehr als 300 will ich eigentlich nicht verlieren, genau da würde dann zum Beispiel der Risikomanager halt ankommen und sagen, Schritt 1, Orders löschen, Schritt 2, Position schließen, von mir aus, wenn wir es so eingestellt haben, Schritt 3, mir noch eine E-Mail schicken und mich darüber informieren, dass da gerade Regeln gebrochen wurden und dann halt Schritt 4, damit alles sicher ist, den MetaTrader einfach komplett abschalten. Und wenn der MetaTrader abgeschaltet ist, sind somit auch automatisch alle Handelssysteme aus. Das heißt, der Risikomanager, der räumt erstmal auf und beendet sich dann selbst. Sprich, er beendet den MetaTrader und wenn der MetaTrader aus ist, ist er selbst aus, denn es gibt für ihn auch keine Arbeit mehr da. Wenn der MetaTrader aus ist, dann kommen da keine Trades rein, dann laufen keine EAs mehr, sprich, er hat auch nichts mehr zu überwachen. Das ist so quasi der Notknopf, um einfach alles auszuschalten. Was müssen wir dafür machen? Eigentlich gar nichts. Wir müssen einfach nur einmalig diese Information hier pflegen. Die nächste Version, in der nächsten Version haben wir zum Beispiel auch noch die Funktion mit drin, dass wir die E-Mails mit rausschicken können. Das heißt, wir haben zum einen dann die Benachrichtigung per Push, per Pop-up, sodass hier ein kleines Fenster im MetaTrader aufkommt und die Möglichkeit, den MetaTrader auch noch komplett zu beenden. So, also wir haben dann eigentlich eine ausführliche Benachrichtigung, dass wir eigentlich nichts mehr, ich sag mal, nichts mehr verpassen können, wenn wir unsere E-Mail-Postfach nicht aufhaben. Unser Handy haben wir heutzutage eigentlich immer dabei. Oder unsere Smartwatch, dass wir da die Benachrichtigung sehen. Und dann geht die ganze Kiste quasi auch aus. Wichtig, und das dürfen wir nicht verwechseln, das Ganze ist immer nie eine Garantie. Das ist nicht softwarebedingt, sondern das Ganze ist eher marktbedingt. Das heißt, wenn, denken wir an Wirecard, denken wir an den Schweizer Franken-Noten-Crash oder an Wochenend-Gaps natürlich, wenn ich also am Wochenende Position aufhabe, sei es Freitag, kurz vor Wochenende, kaufe ich den DAX oder ein Handelssystem kauft den DAX und ich habe den Risikomanager eingestellt auf Max-Loss pro Tag oder pro Jahr auf 500 Euro. Der Markt öffnet am Montag mit einer extrem großen Gap und die Position steht bei minus 8.000 Euro, dann haben wir natürlich die 8.000 Euro verloren. Also der Risikomanager kann auch nicht zaubern und sagen, naja gut, der Markt ist gerade zu, ich weiß, der Markt wird jetzt fallen, ich schließe die Position. Das geht natürlich nicht. Ne? Das muss uns immer bewusst sein. Genauso, wenn plötzlich herauskommt, dass das Unternehmen, in das wir investiert sind, bilanziell ein bisschen gelogen hat, wie jüngst bei Wirecard. Naja gut, wenn unser Stop-Loss übersprungen wird oder dieses Limit übersprungen wird, dann können wir dafür auch natürlich keine Risikomanager da auch nichts mehr zaubern. Das heißt, der Markt geht hier lang, wir sind hier long gegangen. Wir sagen dem Risikomanager, bei minus 200 Euro gehst du raus, was in etwa Marktwert von hier wäre. Und wenn der Markt dann einfach hier durchrennt und hier unten erst den nächsten Preis wieder gibt, dann, ja, dann werden wir hier unten die Position natürlich mit minus, was ist das, minus 10.000 oder was auch immer schließen. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Ist keine Software-Sache, also ist nicht, weil wir das schlecht programmiert haben oder unsauber programmiert haben, sondern hat primär halt einfach was damit zu tun, dass das natürliche Marktverhalten ist. Aber dann ist das, denke ich mal, die meisten auch klar, die schon ein bisschen länger dabei sind oder das selbst schon mal erlebt haben, wenn die Position die große Gap gerissen hat. So, genau, wie in der Frage ja auch schon vorkam, das Ganze ist für den MetaTrader 4 und für den MetaTrader 5 identisch. Von den Funktionen her haben wir da überall auch die gleichen Funktionen drin. Und bevor wir nochmal gleich auf die weiteren Fragen drauf einkommen, zeige ich Ihnen an der Stelle überhaupt mal, wo Sie überhaupt noch mehr dazu finden, um sich das noch in Ruhe auch nochmal anzusehen oder durchzulesen. Wenn wir hier auf unsere Webseite gehen, algo-camp.de, dann haben wir oben unter Produkte den MetaTrader Risikomanager, das sehen wir hier. Gibt es noch ein paar Informationen dazu, welche Einstellungsmöglichkeiten wir haben. Wir können es hier nochmal in Ruhe ansehen.
ein paar Informationen dazu erfahren. Und momentan ist es so, dass wir gerade an der nächsten Version arbeiten. Das heißt, dass MetaTrader sich komplett ausschaltet, die E-Mail-Funktion und dass wir auch die Anzahl der Trades auch noch limitieren können. Das heißt, wenn wieder vielleicht so ein kleines Maschinengewehr haben im Markt, dass wir da auch noch sagen können, halt stopp, ich möchte nur 10 Trades am Tag machen, um so ein bisschen das Overtrading auch aus dem Weg zu gehen, dann ist das in der nächsten Version auch da. Das heißt, wir haben, damit Sie vorab schon mal wissen, was hier eigentlich, wovon wir hier eigentlich sprechen, den Risikomanager für den 5, für den MetaTrader 4 oder 5, gibt es in zwei Varianten. Wie gesagt, können Sie sich nochmal ganz in Ruhe ansehen, da gibt es jetzt keinen kurzfristigen Rabatt, der nur 24 Stunden gültig ist, keine Sorge. Wir haben hier zwei Versionen, wir haben hier die Medium und Strong. Unterscheidet sich darin, dass wir zum Beispiel mit der Medium-Version einfach nur ein Konto kontrollieren können und mit der Strong-Version können wir 10 Konten kontrollieren. Ich glaube, wenn man ein bisschen länger dabei ist, dann hat man sehr, sehr viele Konten oder so ein bisschen verteilt, was ja manchmal auch Sinn macht, vielleicht pro Strategie ein Konto oder einfach ein bisschen aufgeteilt zu sein, automatisch, teilautomatisch, manuell. Und die Strong-Version hat auch noch die Funktion, was in der Medium-Funktion nicht enthalten ist, dass der MetaTrader sich komplett ausschaltet im Notfall und noch die Funktion, dass wir uns per E-Mail benachrichtigen können. Das heißt, die Medium-Version, das ist quasi das, was wir jetzt hier im MetaTrader gesehen haben. Hier fehlt halt lediglich die Funktion, dass wir die E-Mails verschicken können und die Funktion, dass der MetaTrader sich komplett ausschaltet. Das sind die zwei Unterschiede. Und Sie können einfach bei der Bestellung den Gutscheincode FXWert angeben und dann sparen Sie jeweils 50 Euro für die Lizenz. Ist eine Einmalzahlung, das heißt einmal kaufen und Leben lang nutzen, solange es den MetaTrader gibt. Aber das wird ja wahrscheinlich auch noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Und genau, haben wir kein Abo, keine weiteren Fixkosten. Wie gesagt, das können Sie ganz in Ruhe ansehen. Unsere Webseite kennen Sie einfach auf algocamp.de oben bei Produkte, dann den Risikomanager anklicken und den Gutscheincode, das ist eigentlich immer genau der identische, einfach FXWert angeben und dann, und dann aktiviert sich der Gutschein auch schon direkt. So, ich gucke mal kurz auf die Fragebox. Wenn Fragen da sind, gerne her. Ich habe, weil es eigentlich mal ganz passend ist, mir heute mal die Fragen aufgeschrieben, die wir per E-Mail relativ oft bekommen haben. Das finde ich mal ganz gut, weil die Fragen eigentlich so ganz gut widerspiegelt, was wir nicht gut genug, was nicht verständlich genug war oder was wirklich so eine meistgestellte Frage ist. Und zwar ist es die Frage, ich mache nochmal den MetaTrader auf, den Risikomanager. Eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, ist, wie sieht es aus, wenn ich zum Beispiel einen Copy-Dienst aktiv habe, der relativ viel handelt? So, also das Netz ist ja voll von Copy-Diensten, von EA, die irgendwas kopieren. Es ist völlig egal. Also wirklich völlig egal, was Sie für ein EA haben. Ob ein MACD-Sample, ob ein Heavy-Trading-Tool, was 5-mal die Sekunde handelt, ein Swing-Trading-System, auch egal, was Sie handeln. Der Risikomanager greift immer komplett. Das ist völlig egal. Er guckt ja gar nicht auf die EAs, er guckt nicht auf ihre Indikatoren, sondern er guckt eigentlich immer nur auf eine Sache, den Kontostand. Und zwar den Kontostand mit allen offenen Positionen, damit wir halt nicht die Gefahr laufen, dass nur die Gewinne zum Beispiel geschlossen werden und die Verlusttrades aufbleiben. Das ist ja so gerade im Martingale das Problem, dass immer nur die Gewinne geschlossen werden, die Verluste bleiben offen und dann läuft das Konto irgendwann gegen die Wand mit einer Sekunde, wo alle Trades geschlossen werden. Also das ist gar kein Problem. Es ist völlig egal, wie viele EAs sie aktiv haben, wie frequent sie sind. Der Risikomanager guckt sich halt nur immer auf diese eine Zahl, aktueller Kontostand unrealisiert. Sprich, Kontostand realisiert mit allen offenen Positionen. So, eine andere Frage, die man sehr, sehr oft kam, ist Thema Datenschutz. Eigentlich ein sehr, sehr interessantes Thema. War mir gar nicht so bewusst, dass das hier ein sensibles Thema dabei ist, aber völlig, völlig korrekt. Die Daten werden nirgendwohin übermittelt. Das ist eine ganz wichtige Information, denke ich mal für Sie. Dieser Risikomanager läuft komplett eigenständig bei Ihnen.
Das heißt, wenn Sie den Risikomanager aktivieren, dann wird lediglich geprüft, ob Sie eine Lizenz haben. Das heißt, nach dem Kauf tragen Sie hier oben Ihre Lizenz ein, Ihre Bestell-ID, und wenn Sie den Risikomanager starten, dann wird quasi einmalig abgefragt, ist diese Lizenz gültig? Alles in Ordnung? Das war's. Also da wird nichts anderes übertragen. Ob jetzt auf Ihrem Konto heute die halbe Million verbrannt wurde, ob jetzt Alarm geschlagen wird oder, das wird alles nicht zu uns übermittelt. Das alles liegt nach wie vor komplett bei Ihnen. Also wenn es uns nicht mehr gibt, wir unsere Server abschalten, dann läuft der Risikomanager trotzdem weiterhin bei Ihnen. Denn der Risikomanager ist ja ein EA, der läuft bei Ihnen auf dem Computer und er prüft das auch auf Ihrem Computer. Er ist in Ihrem MetaTrader drin. Und schaut sich die Kontogröße an, und wenn ein Alarm da ist, dann geht das ja per E-Mail raus. Dann haben wir halt nur die E-Mail-Anbieter, wo die Information mit rausgeht, aber auch das wird nicht an uns weitergeleitet. Wenn Sie die Pop-ups aktiv haben, dann bleibt das da sowieso komplett im MetaTrader, weil das den MetaTrader nicht verlässt. Und bei den Push-Benachrichtigungen geht das ja über die Meta-Quotes, also über die Firmen-Server vom MetaTrader raus auf Ihrem Smartphone. Auch da kommt nichts zu uns. Also wir loggen hier keine Daten mit, wir bekommen nicht die Info. Herr Max Mustermann hat heute wieder gezockt und wieder ordentlich Geld verloren. Das geht nicht raus. Das ist komplett bei uns. Je nachdem, wie der Risikomanager so angenommen wird, ist das für die Zukunft vielleicht mal eine Variante, dass es eine Option gibt, wo man sagt, bei einem Alarm wird dann auch noch jemand informiert, der Sie dann zum Beispiel anruft oder informiert, dass das jetzt gerade nicht so schön ist. Aber es ist eine Sache für die Zukunft, ne? Wie gesagt, jetzt in der aktuellen Version gehen da keine Informationen raus. Ich wüsste auch gar nicht, was uns das jetzt interessieren sollte und was so interessant für uns wäre, aber gibt ja wahrscheinlich so einiges an Verwendung. Aber nein, da geht nichts raus, außer die Lizenzinformationen. So, jetzt kommt die Frage, was ist, wenn der MetaTrader neu installiert werden muss? Ja, kein Problem. Also wenn jetzt Sie einfach Ihren Computer neu installiert haben, der Computer kaputt ist oder was auch immer ist, dann haben Sie ja die Datei, also der Risikomanager, das ist ja einfach ein exported-weise eine Datei. Und die können Sie ganz normal dann auf Ihrem neuen Computer oder im neuen MetaTrader wieder hier einfügen. Nach dem Kauf bekommen Sie das ja dann per E-Mail zugeschickt, also am besten ja im E-Mail-Postfach belassen oder irgendwo nochmal sichern auf dem USB-Stick, externe Festplatte. Und dann können Sie den einfach hier wieder einfügen, tragen einfach wieder die Lizenz ein, Bestell-ID, und dann läuft es auch wieder weiter. Da gibt es gar keine Probleme, je nachdem natürlich, welche Lizenz Sie erworben haben. Darauf muss man im Vorfeld achten. Die Medium-Lizenz läuft dafür ein Konto. Das heißt, wenn Sie dann zum Beispiel zwei Konto aktivieren möchten, dann kommt bei der zweiten Aktivierung die Meldung, dass die Lizenz nur für ein Konto aktiv ist. Da müssen Sie quasi das erste Konto wieder deaktivieren, damit es das zweite ist. Und in der Strong-Version können Sie halt 10 Konten gleichzeitig aktivieren. Muss man sich aber im Vorfeld fragen, braucht man jetzt wirklich so viel oder hat man nur ein Konto, wo es ein bisschen riskant ist oder viel mehr Geld drauf liegt, um das Ganze zu kontrollieren? Das muss man sich im Vorfeld fragen, oder man kann es auch später upgraden. Ist jetzt auch kein Problem. So, gehen wir mal rüber. Was geschieht im Falle eines Crash, wenn der Computer abgeschaltet ist? Ja, genau. Sehr, sehr gute Frage. Der MetaTrader, der Computer muss angeschaltet sein und der MetaTrader auch. Der Risikomanager kann halt nicht arbeiten, wenn der Computer oder der MetaTrader aus ist. Das heißt, nehmen wir an, ich aktiviere den Risikomanager, habe Handelssysteme aktiv oder Positionen offen und verlasse jetzt den Raum, gucke nicht mehr rauf und der Computer stürzt ab oder wird ausgeschaltet, Stromausfall, was auch immer, dann kann der Risikomanager nicht arbeiten. Das ist richtig. Der muss immer an sein. Also wenn der auch aus ist, dann hat er technisch halt keine Möglichkeit, auf Ihren Konto zuzugreifen. Sag mal, der Tunnel oder der einzige Zugang, um auf Ihrem Konto aktiv zu werden, ist der MetaTrader. Also der Risikomanager, der ist ja quasi ein Add-on für den MetaTrader. Und wenn der Computer aus ist, ist der MetaTrader aus und somit die Schnittstelle zu Ihrem Konto, um da aktiv zu werden. Deswegen, es ist ganz klar, eine Kostensache, aber was auch viele von uns sehr, sehr gerne machen, ist, sich dann zum Beispiel einen Trading-Server zu organisieren für
unter 20 Euro im Monat, wo dann der MetaTrader und der Risikomanager zum Beispiel drauf laufen. Für alle, die Trading-Server noch nicht kennen, das sind quasi Computer, die in Rechenzentren stehen, die quasi genau darauf ausgelegt sind, rund um die Uhr zu arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt den Browser aufmache und hier auf algocamp.de gehe oder auf fxpert.com, dann ist da kein Computer, der bei fxpert unterm Tisch steht, sondern es ist ein Computer im Rechenzentrum mit redundanter, also doppelter Stromversorgung, doppelter Internetversorgung, wo ein sehr, sehr geringer Sauerstoffgehalt im Raum ist, damit Brände möglichst verhindert werden. Das sind Server und die sind genau darauf ausgelegt. Und da macht das zum Beispiel Sinn. Klar, muss man ehrlich sagen, wenn wir da 500 oder 1000 Euro auf dem Konto haben, macht es vielleicht nicht so viel Sinn, 20 Euro im Monat für so einen Server auszugeben. Aber da laufen wir, macht eher bei ein bisschen größeren Konten Sinn. Da laufen wir nicht so schnell Gefahr, dass unser Computer ausgeht oder unser Internet zu Hause mal ausgeht, je nachdem, ob gerade draußen der Sturm ist und was passiert. Da sind Server die bessere Variante. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man sagt, ja gut, mein 1.000 Euro oder 2.000 Euro Konto, wenn ich da jetzt 20 Euro im Monat zahle, ist das prozentual viel zu viel. Ich gehe das Risiko ein, dass mein Computer zu Hause vielleicht mal abstürzt. Oder wir sagen, finde ich egal, ob 100 Euro oder 200 Euro auf dem Konto, ich mache das, um einfach den Risikomanager durchgehend laufen zu lassen. Ansonsten bei größeren Konten macht das auf jeden Fall Sinn, wenn wir einfach draußen auf meinem Computer haben, der nichts anderes macht, keine Windows-Updates installieren, wenn wir gerade arbeiten, keinen Stromausfall oder sonst was, der immer darauf schaut. Und natürlich, wie überall, gibt es ja auch nicht die Garantie. Wir haben das erst jüngst gesehen, dass in Frankreich ein komplettes Rechenzentrum ausgebrannt ist, wie auch immer das passieren konnte. Und das muss uns immer ganz wichtig sein oder bewusst sein, nirgendwo die Garantie, aber wir können die Ausfallwahrscheinlichkeit relativ gering halten mit eigentlich einem kleinen Investment. So, dann schaue ich nochmal auf die Fragebox. Soweit haben wir erstmal alles geklärt. Gerne noch Fragen. Wenn noch Fragen da sind, gerne posten. Sonst noch mal ganz kurz, um das zu zeigen. Wir haben ja gesehen, wo wir die Manager bekommen. Für die sich fragen, wie eigentlich der Kaufprozess ist, ist auch relativ einfach online, so wie alles heutzutage. Wenn wir uns für eine Lizenz entschieden haben, müssen wir einfach nur kurz die Daten eintragen. Wir können mit Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung bezahlen. Also relativ unspektakulär. Keine großen Verträge oder kein. Es ist leichter als eine Kontoeröffnung, sage ich mal so. So, und die Installation und Aktivierung ist auch relativ einfach. Ich mache hier nochmal den MetaTrader auf. Wir bekommen beim Kauf halt diesen Risikomanager. Wir müssen in unserem MetaTrader eigentlich nichts anderes machen, außer hier oben im Dateiordner gehen wir in den Ordner MQL4 Experts, packen dann hier den Risikomanager rein. Schließen das Fenster, aktualisieren hier die komplette Ansicht, dann ist der Risikomanager da. Wir starten ihn, tragen einmalig, das müssen wir nicht jeden Tag machen, sondern einmalig Lizenz bestellt, hier in die kompletten Daten ein, also unseren Risikoplan, bestätigen das Ganze und dann war es das auch schon. Wir müssen einfach nur diesen einen Chart auflassen, wo der Risikomanager dann läuft und dann war es das. Dann ist er am Laufen und kontrolliert brav unser Konto. So, dann schaue ich mal auf meine Liste. Ich bin soweit eigentlich mit allen Themen durch. Die Fragebox ist soweit auch gut abgearbeitet. Ich glaube, wir haben uns heute mal bei dem schönen Wetter einen früheren Feierabend alle verdient. sonst natürlich, wenn noch Fragen im Nachhinein kommen, und die kommen garantiert, können Sie sich eigentlich aussuchen, wen Sie sich wenden wollen. Je nachdem, wie die Frage ist, Sie können natürlich immer Ihren Lieblingsbroker FXWeb kontaktieren, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder wenn Sie spezielle Fragen haben zum Risikomanager, dann gerne uns kontaktieren, Mail oder support@algocamp.de, kommt das gleiche raus oder einfach auf unserer Webseite hier oben auf Kontakt klicken. Dann können Sie uns gerne Ihre Fragen stellen oder Infos zukommen lassen, was auch immer. Wir sind da eigentlich mal gerne für Sie da. Oder
Wenn es auch mal schneller gehen muss oder ja, auf dem Smartphone sein muss, dann können Sie uns natürlich ja auch bei WhatsApp anschreiben. Wir haben einen Business-Account bei WhatsApp, da sind wir auch für Sie erreichbar, wenn mal was Kurzes oder Knackiges zu erledigen ist. Und ansonsten, den Weg kennen Sie inzwischen ja schon. Hier oben auf Produkte, MetaTrader, Risikomanager, und dann können wir uns das Ganze nochmal in Ruhe ansehen, durchlesen und durchstöbern, ob das wirklich passend ist für uns. Gut. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen von meiner Seite aus. Dann würde ich sagen, alle, die dabei waren, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben noch eine angenehme Woche, viele erfolgreiche Trades natürlich. Und dann sehen wir uns, hören wir uns hoffentlich bei dem nächsten Webinar. Wir sind ja dieses Jahr jeden Monat dabei mit einem Webinar bei FX-Bet. Und alle, die sich die Aufzeichnung ansehen bei YouTube, würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Ansehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich danke dir, David. Danke auf jeden Fall nochmal an die Teilnehmer, dass sie so zahlreich tatsächlich erschienen sind. Die Aufzeichnung wird, denke ich, im Laufe der Woche online kommen auf YouTube. Von daher auf unserem YouTube-Kanal FX Flat. Ich sehe gerade, David, da ist noch eine Frage reingekommen. Ah, genau, zur Aufzeichnung. Genau. Gut, David. Ich Perfekt. wünsche noch einen schönen Abend, den Teilnehmern auch. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wünsche ich dir auch, Ihnen auch. Bis Jo, dann. ciao, ciao. Tschüss.